Wer schon mal in seinem Leben an Bundesjugendspielen teilgenommen hat, der wird sich an das Mädchen erinnern. Das Mädchen gab es in jedem Jahrgang an jeder Schule. Es war die eine, die es geschafft hat, beim Ballwurf eine negative Weite zu erzielen. Das sah dann in aller Regel so aus. Windmühlentechnik, haben wir dazu immer gesagt. Jedenfalls, in den Sportdisziplinen bei den Bundesjugendspielen, da gibt es Leistungskriterien, die man erreichen muss, damit man genügend viele Punkte erhält, um dann am Ende eine Sieger- oder gar Ehrenurkunde in die Hand gedruckt zu bekommen. Stellen wir uns mal vor, wir seien Sportmedizinerinnen und interessieren uns für Zusammenhänge. Genauer gesagt für den Zusammenhang zwischen dem Versagen beim 100-Meter-Lauf und der eben beschriebenen negativen Weite beim Ballwurf während der Bundesjugendspiele. Die Sportmedizinerin stellt sich zwei Fragen. Erstens, ob das Nicht-Erreichen des Zeitkriteriums beim 100-Meter-Lauf etwas aussagt über die negative Weite beim Ballwurf. Das ist praktisch total wichtig. Wäre das nämlich so, dann sollte man die Sicherheitszone hinter dem Werfer immer dann ausdehnen, wenn der eine 100-Meter-Krücke war. Genauso kann sich die Sportmedizinerin aber fragen, ob eine negative Weite beim Ballwurf in irgendeinem Zusammenhang mit dem Verfehlen des Zeitkriteriums beim 100-Meter-Lauf steht. Übrigens, wenn sich das hier für euch gerade ziemlich despektierlich anhört, ich darf das. Ich habe während meiner gesamten Schulzeit in den Bundesjugendspielen keine einzige Urkunde bekommen. Weder eine Ehrenurkunde noch eine Siegerurkunde. Das Schema bei den beiden Fragestellungen der Sportmedizinerin jedenfalls ist ganz simpel. Wenn ich etwas über den 100-Meter-Lauf weiß, was sagt mir das über den Ballwurf? Oder wenn ich etwas über den Ballwurf weiß, was kann ich dann über den 100-Meter-Lauf sagen? In ihrer Untersuchung nun beobachtet die Sportmedizinerin zwei Merkmale. Zunächst das Verfehlen des Zeitkriteriums beim 100-Meter-Lauf. Sie nennt dieses Ereignis A. Aufgepasst, das Verfehlen ist in diesem Fall das Ereignis, an dem sie interessiert ist. Deshalb ist das Erreichen des Zeitkriteriums das Gegenereignis, also nicht A. Das zeigt nochmal ganz schön, dass genauso wie bei Merkmalen und Variablen, auch bei Ereignissen völlig beliebig ist, wie man sie benennt. Wenn in diesem Beispiel also etwas inhaltlich Positives passiert, nämlich das Erreichen des Zeitkriteriums, dann heißt dieses Ereignis trotzdem nicht A. Die negative Weite beim Ballwurf nun, das ist das Ereignis B. Das Gegenereignis nicht B, das wäre dann eine positive Weite. Diese Zuordnung von A und nicht A, beziehungsweise B und nicht B, die scheint zunächst mal seltsam. Die rührt aber genau daher, dass die Ereignisse, an denen die Sportmedizinerin eigentlich interessiert ist, beide inhaltlich ja negative Vorfälle sind. So, Statistik, die braucht nun Zahlen. Also erhebt die Sportmedizinerin Daten. Sie besucht die Bundesjugendspiele an irgendeiner Schule und sie führt ein Zufallsexperiment durch. Dessen Spielregeln, der Bedingungskomplex Xi, die sollen mal lauten, stelle bei einem Kind fest, ob es eine negative Weite geworfen hat und stelle auch fest, ob es beim 100-Meter-Lauf das Zeitkriterium verfehlt hat. Dieses Experiment führt die Sportmedizinerin nun nicht nur einmal durch, sondern sagen wir 1000 Mal. Wir sind also wieder bei mehreren Durchführungen von Trials. Sie beobachtet also an insgesamt 1000 Kindern, wie diese beim Ballwurf und beim 100-Meter-Lauf abschneiden. Und dann zählt sie. Das Ereignis A, also das Verfehlen des Zeitkriteriums beim 100-Meter-Lauf, das möge sie mal bei 0,12 aller Kinder finden. Also in der Alterssprache bei 12%. Und jetzt? Das ist ja eine relative Häufigkeit, keine Wahrscheinlichkeit. Naja, die Sportmedizinerin ist pragmatisch und sagt, hey, also 1000 Kinder, das ist genug. Genug nämlich für die Anwendung des Gesetzes der großen Zahl. Die Sportmedizinerin nimmt deshalb an, dass diese praktisch gemessene relative Häufigkeit von 0,12 eine gute Abschätzung der theoretischen Wahrscheinlichkeit ist. Sie überführt also die absolute Häufigkeit H des Ereignisses A zunächst in die relative Häufigkeit und sagt dann, oh, diese relative Häufigkeit, die ist gleich der theoretischen Wahrscheinlichkeit. Darf sie das?
Naja, das Gesetz der großen Zahl, das ist ja gerade deshalb so wichtig, weil es de facto oft gar keine andere Möglichkeit gibt, überhaupt an theoretische Wahrscheinlichkeiten heranzukommen, als eben praktisch zu beobachten. Man kann sich jetzt streiten, ob 1000 Kinder ausreichen, aber im Prinzip ja, das darf sie. Eine negative Weite beim Ballwurf, die beobachtet sie nun für 0,05 aller Kinder, also 5%. Und nimmt auch hier an, dass das die theoretische Wahrscheinlichkeit ist. Und schließlich erhebt die Sportmedizinerin, bei wie vielen Kindern die beiden Ereignisse gemeinsam auftreten. Also wie viele Kinder zu langsam laufen und nach hinten werfen. Diese Wahrscheinlichkeit hatten wir als Verbund Wahrscheinlichkeit bezeichnet, nämlich die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge von zwei Ereignissen. Schauen wir gerade mal aufs Venn-Diagramm. Zunächst mal schreiben wir unseren gesamten Stichprobenraum Omega auf, also die Menge aller Elementarereignisse. Aber was sind denn die Elementarereignisse? Ja, überlegen wir mal. Das Forschungsvorhaben unserer Sportmedizinerin, das hat eine Menge mit dem zweifachen Münzwurf von vorhin zu tun. Insofern nämlich, als dass die Sportmedizinerin in einem Trial zwei Beobachtungen macht. Wie wir vorhin in einem Trial die Seiten beider Münzen beobachtet haben, werden jetzt bei einem Kind die zwei Sportleistungen beobachtet. Damit haben wir für jedes Kind eines von vier möglichen Elementarereignissen. Entweder es verfehlt in beiden Disziplinen oder nur im 100-Meter-Lauf oder nur im Ballwurf oder es erreicht die Kriterien in beiden Aufgaben. Das ist der gesamte Stichprobenraum Omega. Darin liegt jetzt das Ereignis A gleich, das Zeitkriterium beim 100-Meter-Lauf wird verfehlt. Dieses Ereignis enthält zwei Elementarereignisse, nämlich das erste hier und das zweite, weil in beiden Fällen das Zeitkriterium verfehlt wird. Dieses Ereignis, das hatte eine Wahrscheinlichkeit von PA gleich Punkt 1,2. Also repräsentiert die graue Fläche hier einen Anteil von 12% an der Gesamtfläche des Stichprobenraums. Mag stimmen. Das Ereignis B gleich negative Weite enthält ebenfalls zwei Elementarereignisse, nämlich das erste und das dritte hier, weil in beiden Fällen eben gerade das Zeitkriterium verfehlt wird. Dieses Ereignis hatte eine Wahrscheinlichkeit von Punkt 0,5. Und was ist das Gestreifte hier? Na, das ist genau die Schnittmenge, über die ich gerade gesprochen habe. Das hier ist die Menge aller Kinder, die das Zeitkriterium verfehlen und nach hinten werfen. Diese Schnittmenge A geschnitten B, die enthält nur ein einziges Elementarereignis, nämlich das erste hier. Totalversagen, Verzweiflung, öffentliche Demütigung. Aber an dieser Wahrscheinlichkeit von P gleich Punkt 0,4 hier, da ist die Sportmedizinerin gar nicht interessiert. Diese Wahrscheinlichkeit, die sagt nämlich nur Folgendes. Wenn wir nach den Bundesjugendspielen schauen, wie hoch der Anteil von Kindern ist, die in beiden Disziplinen zu wenig geleistet haben, dann sind das ungefähr Punkt 0,4. Die Sportmedizinerin, die hat sich aber was ganz anderes gefragt. Die fragt sich nämlich, angenommen, ich weiß über ein Kind schon, dass es nach hinten geworfen hat. Ich weiß aber noch nichts über seinen 100-Meter-Lauf. Wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass es im 100-Meter-Lauf zu langsam laufen wird? Oder andersrum? Angenommen, ich weiß schon, dass ein Kind im 100-Meter-Lauf zu langsam war. Wie wahrscheinlich wird es denn dann nach hinten werfen? Das ist keine Verbundwahrscheinlichkeit. Und kann man das überhaupt ausrechnen? Ja, man kann. Und zwar mit der sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeit. Die bedingte Wahrscheinlichkeit, die wird berechnet, wie hier zu sehen. Das gehen wir gleich aber erst Schritt für Schritt durch. Viel wichtiger ist die inhaltliche Aussage, die in der bedingten Wahrscheinlichkeit steckt. Die nämlich sagt aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis B eintritt, gegeben, dass ein Ereignis A bereits eingetreten ist. Dieses gegeben das, das ist der senkrechte Strich hier. Und wir sprechen das aus als die Wahrscheinlichkeit für B gegeben A. Also, dass wir schon wissen, dass A eingetreten ist. Und dann die Wahrscheinlichkeit für B berechnen. Ja, berechnen ist ein gutes Stichwort. Wie berechnen wir denn nun dieses P von B gegeben A? Ganz einfach. Die bedingte Wahrscheinlichkeit P von B gegeben A, die erhalten wir, indem wir die Verbundwahrscheinlichkeit von A und B, also die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge von A und B,
durch die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A alleine teilen. Diese Wahrscheinlichkeit von A alleine, die bezeichnen wir übrigens auch als Grundwahrscheinlichkeit. Ich muss gestehen, das hier, das sieht nicht nur einschüchtern aus, für viele meiner Studis ist es das auch. Die bedingte Wahrscheinlichkeit, die ist wohl kein ganz simples Konzept. Und diese Formel hier, die macht das nicht besser. Deshalb schauen wir uns das nochmal am Venn-Diagramm an, weil die bedingte Wahrscheinlichkeit dort eigentlich sehr einleuchtend wird. Das Ereignis A geschnitten B, also dass Kinder in beiden Disziplinen verfehlen, das ist die schraffierte Fläche hier. Ihre Wahrscheinlichkeit, die hat die Sportmedizinerin mit 0,04 bestimmt. Das war der Anteil dieser Kinder an allen Kindern, also am gesamten Stichprobenraum, dieser gesamten Fläche hier. Die bedingte Wahrscheinlichkeit B gegeben A, die ist nun etwas ganz anderes. Sie ist der Anteil von den Kindern, die in beiden Disziplinen verfehlen, aber nur an allen Kindern, die überhaupt im 100-Meter-Lauf verfehlt haben. Das ist der Anteil der schraffierten Fläche nur noch an der grauen Fläche, also der Fläche von A, nicht mehr am gesamten Stichprobenraum. Und dort liegt der Unterschied zwischen der Verbundwahrscheinlichkeit und der bedingten Wahrscheinlichkeit. Rechnen wir doch mal. Zuerst rechnen wir die bedingte Wahrscheinlichkeit P von negative Weite gegeben 100 Meter Lauf verfehlt aus. Das ist gleich P von B gegeben A. Und das berechnet sich als P von A und B, die Verbundwahrscheinlichkeit, geteilt durch P von A. Für den Zähler hatte die Sportmedizinerin eine Wahrscheinlichkeit von 0,04 angenommen. Für den Nenner 0,12. Das durcheinander geteilt ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 0,3. Das ist der Anteil der Doppelverfehler, also dieser Fläche hier, an allen, die im 100-Meter-Lauf verfehlt haben, also dieser Fläche hier. Und eben nicht mehr an überhaupt allen Kindern. Inhaltlich können wir also aussagen, wenn wir wissen, dass ein Kind im 100-Meter-Lauf das Zeitkriterium nicht erreicht hat, dann wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3 auch eine negative Weite werfen. Ein bisschen statistischer, 0,3, das ist die Wahrscheinlichkeit für eine negative Weite, gegeben, dass im 100-Meter-Lauf verfehlt wurde. Das können wir aber auch umgekehrt rechnen. Und zwar als bedingte Wahrscheinlichkeit für A gegeben B, also die Wahrscheinlichkeit für eine negative Weite im Ballwurf, gegeben, dass im 100-Meter-Lauf verfehlt wurde. Und das ist P von A und B, genau dieselbe Schnittmenge wie gerade, geteilt durch P von B. Für den Zähler haben wir weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von 0,04, für den Nenner aber, da haben wir jetzt 0,05. Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 0,8. Und dies ist der Anteil der Doppelverfehler, also der Fläche hier, an allen, die eine negative Weite werfen, also dieser Fläche hier. Und diese beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten, die wir jetzt gerade ausgerechnet haben, die finde ich genauso erhellend wie verblüffend. P von B gegeben A ist nicht dasselbe wie P von A gegeben B. Wenn wir wissen, dass ein Kind zu langsam gelaufen ist, dann sagt uns das noch nicht viel über die Wahrscheinlichkeit einer negativen Weite für dieses Kind aus. Also 0,3333 und so weiter. Wenn wir aber wissen, dass ein Kind nach hinten geworfen hat, dann können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass es im 100-Meter-Lauf auch zu lange brauchen wird. Die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit, die brauchen wir nicht einfach nur zu glauben. Wenn wir nämlich mal kurz zu Laplace zurückkehren, dann können wir sie sogar unmittelbar verstehen. Und zwar genau dann, wenn wir mit absoluten Häufigkeiten statt mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Dafür müssen wir aber den Stichprobenraum zuerst etwas abändern. Im Stichprobenraum nämlich, da stehen jetzt alle 1000 Kinder. Und für jedes Kind, da ist im Stichprobenraum jetzt ein Abschneiden eingetragen. Jedes Kind ist also ein Elementarereignis im Stichprobenraum und damit ist die Mächtigkeit des Stichprobenraums die Anzahl unserer Kinder. Und jetzt lasst uns die Anzahl aller für das Ereignis Groß A günstigen Elementarereignisse als klein a bezeichnen.
Klein A, das sind alle Kinder, die den 100-Meter-Lauf verpatzt haben, also zu langsam gelaufen sind. Nach Laplace berechnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür als P von A gleich günstige durch mögliche. Also klein a geteilt durch die Mächtigkeit des Stichprobenraums. Und das waren 120 zu langsame Kinder geteilt durch 1000 Kinder insgesamt. Das ist die Fläche des Ereignisses A. Für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B, da gehen wir exakt analog vor. B, das waren die Nach-Hinten-Werfer. Die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen wir als günstige, also die Anzahl aller Nach-Hinten-Werfer, klein b, geteilt durch die möglichen, also die Mächtigkeit des Stichprobenraums. Und das sind wieder 1000. Also rechnen wir 50 Kinder, die nach hinten geworfen haben, geteilt durch insgesamt 1000 Kinder. Und schließlich die Wahrscheinlichkeit für alle Kinder, denen beides passiert ist. Also nach hinten geworfen und zu langsam gelaufen. Das waren 40 Kinder. Wieder geteilt durch 1000. Das ist die Verbundwahrscheinlichkeit. Wenn wir uns nun fragen, wie hoch der Anteil der Nach-Hinten-Werfer ist, aber eben nicht an allen Kindern, sondern nur an denen, die auch zu langsam gelaufen sind, dann sind das genau diese C-Kinder hier, denen beides passiert ist, von allen Kindern, die zu langsam gelaufen sind. Also 40 von 120. Die möglichen sind jetzt nicht mehr alle Kinder, sondern nur noch die, denen beides passiert ist. Bei der bedingten Wahrscheinlichkeit, da schränken wir also die Zahl der möglichen ein, indem wir sagen, die möglichen, das sind jetzt nicht mehr der gesamte Stichprobenraum, sondern nur noch diese paar hier. Wenn wir uns nun das Gegenteil fragen, also wie viele von den zu langsamen Kindern auch nach hinten geworfen haben, dann sind das wieder diese C-Kinder hier, aber nur von den B-Kindern, also 40 von 50 Kindern. Nach Laplace also, da kann man die bedingten Wahrscheinlichkeiten ganz einfach mit der Formel günstige durch mögliche bestimmen. Die günstigen, das ist immer eine Verbundwahrscheinlichkeit, eine Schnittmenge. Und die möglichen, das sind nicht mehr der gesamte Stichprobenraum, sondern weniger. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen umformt, dann kommt man aus C durch klein a bzw. C durch klein b tatsächlich auf die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Wenn ich nämlich in das C hier diese umgeformte Formel einsetze und in das a hier diese umgeformte Formel, dann steht da direkt die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Das ist aber alles nur mathematisches Gewusel. Wir merken uns, nach Laplace ist die Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeit zwingend. Sie ergibt sich direkt aus der Formel günstige durch mögliche. Unser armer Andrei Kolmogorov hatte da etwas mehr Probleme. In seiner axiomatischen Wahrscheinlichkeitsdefinition ergibt sich die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit gerade nicht. Da konnte er sich noch so sehr bemühen und herleiten und beweisen. Am Ende musste Kolmogorov erkennen, dass er seiner Definition noch ein viertes Axiom hinzufügen musste. Nämlich eben gerade die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Kolmogorovs viertes Axiom besagt also, dass für zwei Ereignisse A und B die bedingte Wahrscheinlichkeit P von B gegeben A berechnet wird als die Verbundwahrscheinlichkeit von A und B, P von A geschnitten B, geteilt durch die Grundwahrscheinlichkeit von A, also P von A. Das ist wieder so ein phänomenales Ding. Die bedingte Wahrscheinlichkeit. Etwas so Fundamentales wie zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass die Straße nass ist, wenn es gerade geregnet hat, ist etwas von Menschenhand Gemachtes und nichts, das sich natürlicherweise ergibt. Hammer! Übrigens, bei dieser bedingten Wahrscheinlichkeit, da kommen meine Studis ganz, ganz oft ins Straucheln. Man weiß nämlich oft nicht, was im Nenner steht. Im Zähler mit der Verbundwahrscheinlichkeit, das kann man sich nur einigermaßen gut merken. Aber was muss denn hier in den Nenner? Eigentlich will ich keine Kochrezepte geben, weil man das verstehen soll. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man sofort, was da in den Nenner muss. Aber es gibt ein ganz gutes Kochrezept. Nämlich das, was hinter dem Strich der bedingten Wahrscheinlichkeit steht. In diesem Falle das A. Das muss im Nenner unter den Strich. Also,
Hinter dem Strich heißt unter dem Strich.